Die 2 am Heck ist neu bei BMW. Mit dem 2er Coupé bringt BMW Dynamik in einer neuen Dimension. Auf der Rennstrecke setzt sich der Zweitürer, der das Coupé der 1er Reihe ablöst, besonders eindrucksvoll in Szene. Wir testen die stärkste Version, den BMW M235i. Für uns ist diese Baureihe eine logische Konsequenz. Das Coupé, das 2er Coupé, ist leistungsstärker, ist größer als der Vorgänger, bietet stärkere Motoren als der Vorgänger und reiht sich damit mit seiner größeren Produktsubstanz und der stärkeren Fahrdynamik zwischen dem 1er und 3er ein und bildet somit einen echten 2er ab. 2 Benziner und 3 Diesel stehen zur Wahl. Stärkster im Bunde ist das M235i Coupé mit 326 PS. Der 6-Zylinder erzeugt schon bei 1300 Umdrehungen ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmetern. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 4,8 Sekunden. Über 7 cm ist der neue länger. Typische Designmerkmale des Zweiers sind seine flache Silhouette und die bullige Front. Dynamisch gestreckt fließt die Dachlinie sanft ins Heck und endet im klar abgesetzten Kofferraum. Markentypisch fahrerorientiert ist das Cockpit gestaltet. Interieurleisten, optional mit edlen Hölzern, bringen Luxus in den Innenraum. Innovationen auch unter der Haube. Es werden neue, leistungsstärkere Motoren angeboten, die, wie gesagt, in der Leistung angewachsen sind, im Verbrauch sich gegenüber dem Vorgänger allerdings reduzieren. Und so glauben wir, dass wir mit diesem Fahrzeug unseren Efficient Dynamics Ansatz wunderbar unterstreichen können. Im Schnitt begnügt sich das BMW M235i Coupé mit 8-Gang-Automatik mit 7,6 Litern auf 100 Kilometer. Auf Wunsch gibt es auch eine mechanische Differentialsperre. Diese sorgt für eine noch bessere Traktion und ein schnelleres Herausbeschleunigen aus Kurven. Das Fahrzeug ist trotz seiner gewachsenen Abmessungen handlicher und agiler geworden. Es ist vom fahrdynamischen Potenzial her nochmal höher angesiedelt und ist trotzdem leicht zu fahren bis in den Grenzbereich. Der Zweier kommt im März auf den Markt. Sein Basispreis in Deutschland 29.950 Euro. Das M235i Coupé mit Sportautomatik kostet ab 46.000 Euro.